So, heute ohne Musik, aber ich zähle mal bis 10, ohne was zu sagen. Okay, es ist so ein herrliches Vogelzwitschern. Und wisst ihr was? Ich war zwar heute nicht in Kirchheim auf dem Flugplatz, aber ich war unterwegs und irgendwo war ich dann ein Stückchen abgelegen. Ich bin ein kleines bisschen an so einem Bachlauf oder Miniaturfluss spazieren gewesen, der durch eine kleine Stadt führt. Und ich habe das genossen. Es fing dann an zu regnen, aber es hat gut gerochen und es hat gut getan. Und dergestalt dachte ich mir, hey, das Vogelgezwitscher, vielleicht habt ihr das heute noch nicht gehabt. Ich genieße das. Es geht heute um, nein, nicht um die Extra 300 speziell. Die habe ich euch schon vorgestellt, darüber haben wir schon gesprochen. Aber es geht um den Kunstflug. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der meine Videos auch verfolgt, den ich persönlich kenne, den ich ab und zu auch sehe. Der hat mir gesagt, ja, das mit dem Looping ist ja alles schön und gut, aber ich mag mich nicht in dieses Flugzeug setzen. Ich sage, was hast du gegen dieses Flugzeug? Ja, es ist sehr empfindlich auf alle Ruder. Ich sage, muss es sein? Ja, es landet sich komisch. Ich sage, ja, muss es tun. Wir unterhalten uns jetzt mal kurz und knackig und dann werde ich auch noch mal fliegen mit euch eine Runde über Kunstflugzeuge, weil sie haben alle ungefähr gleiche Eigenschaften. Wir haben hier schon mal, das ist noch ein Tiefdecker, aber viele Kunstflugzeuge haben die Flügel auch ein bisschen mehr in der Mitte. Und das liegt einfach daran begründet, dass man versucht, den Flügel, weil danach richtet sich ja im Prinzip der Punkt aus, um dem sich alles dreht, der Schwerpunkt, wie man so schön sagt, oder die Mitte von dem Flugzeug. Und das versucht man alles irgendwo zentral zu machen, um ein neutrales Flugverhalten hinzubekommen. Was heißt das neutrales Flugverhalten? Neutrales Flugverhalten heißt, wenn ich zum Beispiel die Motorleistung wegnehme, der Motor zieht ja in eine Richtung. Wenn der Flügel jetzt extrem aus der Motorachse draußen ist, ergibt sich auch immer ein Moment am Flugzeug, das sich verändert. Also wenn ich zum Beispiel den Flügel extrem hoch habe und ich habe den Motor tiefer als den Flügel und ich gebe Gas, dann möchte eigentlich der Propeller nach unten. Das heißt, das Flugzeug hat, wenn ich Gas gebe, eigentlich die Tendenz nach unten zu ziehen. Dem wirkt natürlich entgegen, dass das Flugzeug nach oben möchte, deshalb fliegt es mehr oder weniger geradeaus. Aber diese Momente, die versucht man bei dem Kunstflugzeug weitgehend zu eliminieren, damit es eben ein neutrales Flugverhalten bekommt. Höhenruder und Flügel dürfen eigentlich prinzipiell nicht wirklich auf einer Achse liegen, weil der Flügel sorgt für Verwirbelungen und deshalb sitzt das Höhenruder immer ein bisschen woanders. Aber auch hier versucht man, um eine gewisse Neutralität hinzubekommen, sie nicht so weit auseinander zu tun. Also ihr seht, wenn wir mal hier so die Achsen schauen, dass die nicht weit weg voneinander sind. Und es gibt im Prinzip, fällt mir jetzt kein Kunstflugzeug ein, das den Flügel da oben hat. Es gibt eine Ausnahme, Segelflugzeuge, da gibt es eines, das hat ein T-Leitwerk. Aber wir sprechen hier über Motorflugzeuge. Des Weiteren, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich scroll mal ran. Schaut man, das Höhenruder ist relativ dick. Und wenn ihr mal guckt, kann man das vielleicht von der anderen Seite im Schatten. Ja, im Schatten sieht man es ein bisschen besser. Wenn ihr mal die Oberseite anguckt und die Unterseite sind die gleich. Beim Seitenruder ist es eigentlich auch so, aber das kriegt man ganz schlecht zu sehen. Jetzt schauen wir aber mal auf die Tragfläche. Ihr seht hier ganz deutlich die Wölbung. Den Gummi habe ich euch letztes Mal erklärt. Und jetzt schaut mal nach unten. Unten habt ihr fast dieselbe Wölbung. Wenn ihr jetzt normale Flugzeuge in Anführungsstrichen, ich sag mal, wenn ihr euch mal so Reiseflugzeuge anguckt oder Ultraleichts und so, da ist die Wölbung hier unten sehr, sehr viel schwächer. Es gibt sogar Flugzeuge, die haben im Prinzip so ein bisschen Hüllwölbung negativ. Diese Gleichförmigkeit
beinahe Gleichförmigkeit nennt man zum Beispiel symmetrisches Profil. Und in der Kunstfluggeschichte, gerade bei Modellflugzeugen zum Beispiel, ist diese Symmetrie bald noch gleichmäßiger, noch gleicher. Und damit versucht man auch ein neutrales Flugverhalten hinzubekommen. Das heißt, das Flugzeug verhält sich, wenn es kopfüber fliegt, fast genauso, als wenn es richtig rumfliegt. Des Weiteren müssen Kunstflugzeuge irrsinnig stabil sein. Viel stabiler als herkömmliche Hin- und Herfliegeflugzeuge. Aber nicht nur das, sie müssen trotzdem extrem leicht sein. Wir haben hier zwar einen Motor drin, der über 300 PS leistet. Und trotzdem will man ja sozusagen eine coole Show machen. Und coole Show ist viel nach oben, viel nach unten. Und wenn es geht, spektakuläre Geschwindigkeiten und natürlich auch richtig coole Figuren. Und das geht nur. Ideal wäre 1000 PS und kein Gewicht, so nach dem Motto. Aber die 1000 PS muss ich auch zügeln können. Ja, also das sind so Geschichten. Beim Kunstflugzeug sehr geringes Gewicht, wenn möglich, und trotzdem viel Kraft, um eben schier unmöglich, also unmöglich anmutende Figuren zu fliegen. Natürlich sind sie ja möglich, weil der Pilot macht ja. Aber manche Figuren glaubt man wirklich, das geht nicht. Das ist wieder der Physik, das ist wieder der Natur. Und je widersprüchlicher die Flugfiguren zur Physik hin sind, desto cooler sehen sie aus. Muss ich, der ja sozusagen so ein Realitätsfreak ist, auch zugeben, je unmöglicher die Figur scheint, desto cooler sieht sie aus. Die überwiegende Mehrheit von Kunstflugzeugen haben auch GFK, CFK-Fahrwerke, das heißt, die sind aus Glasfaser oder kohlefaserverstärktem Kunststoff. Kohlefaserverstärkter Kunststoff ist nochmal um einiges leichter als Glasfaserverstärkt, weil die Kohlefaser ist noch stabiler als Glas. Faser im Endeffekt, mit viel, viel niedrigerem Gewicht. Und die haben aber relativ blöde Eigenschaften. Wir haben hier keine Stoßdämpfer oder sonst irgendwas. Und wenn man ein bisschen doof aufkommt, dann federn die. Und dieses Federn ist sehr unangenehm und endet vielleicht damit, dass ein Flugzeug wie so ein Känguru zum Schluss auf der Rollbahn hin und her hopst. Wer sieht, wie Kunstflieger landen, die landen und lassen das Flugzeug ganz lange ausschweben. Warum? Sie hungern das Flugzeug förmlich aus, nehmen richtig die Fahrt raus und setzen dann am Ende butterweich auf, damit sie eben nicht in dieses Federn und Schwingen kommen. Und das wird heute mal gezeigt, weil, wie gesagt, mein Bekannter, der hat gesagt, ja, also Kunstflugfliegen ist ja toll, ist ja schön, sieht cool aus. Ich sage, am Simulator, was soll passieren? Das ist für uns alle. Das kann jeder von uns mal probieren. Wir brauchen keine spezielle Ausbildung. Wir müssen nicht mal wirklich fliegen können, außer im Simulator. Und ich finde es so schade. Man kann damit so wilde Sachen machen. Man kann rumtun. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das weiter beschreiben soll. Ihr versteht aber, was ich meine, die ja auch gerne mal rumtun und so auf dem Kopf fliegen. Es gibt selbst im Simulator gibt es atemberaubende Figuren. Ich habe natürlich im Vorfeld hier klassisch geübt. Ich bin lange nicht so weit, dass ich sagen kann, ich bin ein guter Kunstflugpilot. Da bin ich ganz, ganz weit weg von. Aber ich habe das große Glück, dass ich durch die Modellfliegerei, die ich ganz, ganz viele Jahre sehr intensiv betrieben habe, durch viele Leute, die mich auch dahingehend begleitet haben. Früher hatte ich Angst davor, dass mein Flugzeug kaputt geht und wei. Ich bin auch modellfliegerisch nie ein wirklich richtig guter, exakter Pilot geworden. Das lag einfach daran, dass ich Familie hatte, dass ich noch ein anderes Leben hatte. Hätte ich mehr geübt, wäre ich vielleicht auch besser geworden. Aber meine Ambitionen waren auch damals nicht so groß. Und ich sage immer, für mich ist wichtig, landen, starten, fliegen, dass das alles gut funktioniert. Aber wie gesagt, wenn man hier so vom Simulator sitzt, dann möchte man vielleicht auch mal ein bisschen Aufregung. Man will mal atemberaubende Dinge sehen. Es geht nicht alles im Flugsimulator, weil
Das muss ja auch irgendwo berechnet werden. Und ich glaube, dass noch nicht alle Parameter stimmen, dass noch nicht alle Formeln richtig sind. Wir kommen schon dem Ganzen viel, viel näher als noch vor vielen Jahren. Ich habe euch schon ab und zu den Film auch gezeigt, ein Messerflug ist langsam möglich. Eine Extra 300 kann den Messerflug super, super gut. Aber leider noch nicht im Simulator, da kommen wir schon in die richtige Richtung, aber es geht eben, wie gesagt, noch nicht. Es gibt, mit welchem, ich habe neulich mit einem Rennflugzeug sogar, glaube ich, relativ Gutes hinbekommen, aber wie gesagt, leider geht es nicht endlos, aber eine Extra 300, die könnte wahrscheinlich, keine Ahnung, von A nach B im Messerflug verbringen, weil sie einfach die Power hat, weil sie den Rumpf hat. Und der Trick ist einfach tatsächlich, bei der Messerfluggeschichte, wisst ihr ja, stehen die Flügel horizontal. Und da ist der Rumpf das tragende Element. Natürlich tragen die Flächen auch. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Doch sie ziehen das Flugzeug, ups, nach oben. Und, aber wie gesagt, ohne genügend Power geht es überhaupt nicht. Und die Extra 330, die hat die Power. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es aussieht, wenn da ein zweiter Mann drin sind. Das sind ja nochmal 75 Kilo mehr Gewicht. Ob dann der Messerflug auch noch klappt, aber mit einer Person würde ich sagen, klappt es wunderbar. Dann sieht man die Welt auch aus einer anderen Perspektive. Das Landen wird immer als sehr kitzelig beschrieben. Kunstflugmaschinen sind aber im Gegensatz zu dem, was es häufig heißt, viel. Sie reißen auch ab. Die Strömung reißt auch an dem Flügel ab, aber sie sind dann doch ein wenig unempfindlicher als Standardflugzeuge, sage ich mal. Wobei es natürlich auch Figuren im Kunstflug gibt, die wollen, dass man letzten Endes einen Abriss erzeugt. Zum Beispiel Trudeln ist eine Figur, ist auch eine Kunstflugfigur, in der sozusagen der Strömungsabriss absichtlich erzeugt wird. Ja, wir haben über das Gewicht gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass Kunstflugmaschinen sehr, sehr robust sein müssen. Die Extra 300 nochmal, falls es jemand vergessen haben soll, kann positiv wie negativ 10G vertragen und das hält kein Pilot aus. Also die Menschen sind bei 8G sind trainierte Menschen schon an der Grenze und ich sag mal aus dem Looping raus sind 3,5G. Da könnt ihr euch also vorstellen, was 8G sind. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Und das Flugzeug hält aber G-Kräften von plus minus 10G stand. Wie gesagt, das macht kein Pilot mit. Und wenn der down geht, geht auch die Maschine down und dann ist alles andere eh egal. Aber die müssen auch erstmal erzeugt werden, die 10G. Das wird schon richtig schwierig. Noch ein Merkmal von Kunstflugzeugen ist, ihr könnt es auch hier sehen, sehr große Ruderflächen. Ich mache mal die Schattenseite. Ihr seht ein sehr, sehr großes Seitenruder, ziemlich große Höhenruder. Wobei bei den Höhenrudern ist es gar nicht so wichtig, weil das ist eine Achse, die ist relativ beweglich. Was wirklich Seitenruder und Querruder, die müssen groß sein, damit Figuren schnell ausgeführt werden, präzise ausgeführt werden können. Ja, ich glaube, es gibt kein Kunstflugzeug mehr, also von den modernen, die irgendwo noch einen Alurumpf haben. Mir fällt auf Anhieb keines mehr ein, das noch einen Alu- bzw. Metallrumpf hat. Die Pitz ist ja sozusagen eine Gemischtbauweise, ein bisschen Sperrholz und ganz viel Bespannung. Aber die Pitz ist auch irgendwann 70er Jahre kein modernes Kunstflugzeug. Und das hier ist, keine Ahnung, aus den Anfang 2000er Jahre. Habe ich schon mal drüber gesprochen, wenn es auch gebaut wurde, aber ich habe es echt vergessen. Aber wie gesagt, hier sprechen wir von Kohlefaserrümpfen in absoluter Leichtbauweise. Aber da, wo es stabil sein muss, da sind Verstärkungen, da ist dafür gesorgt, dass das Flugzeug nicht in der Luft zerbricht. Und wenn man irgendwelche Videos sieht, wo Kunstflugzeuge zerbrechen, dann ist nicht das Flugzeug schuld, dann hat irgendjemand anders beim Zusammenbau, keine Ahnung, irgendwo einen Fehler gemacht. Die sind normal nicht so, dass sie auseinanderbrechen können.
Ja, dann wollen wir uns doch noch mal reinsetzen und ganz, ganz normal fliegen. Ich zeige euch, wie Landungen gehen. Ich verpatze eine Landung mit Absicht. Wir machen ein paar Touch and Goes. Und natürlich gibt es dann die finale, abschließende, super sanfte Landung. Hoffentlich passiert dem Flugzeug nichts, weil es ist ja, Kunstflugzeuge gibt es nicht geschenkt. Die kosten richtig Geld. Und ihr merkt, ich bin schon ein bisschen nervös. Das Bild wackelt immer hin und her. Also, rein in die Maschine. Und wie gesagt, kein Kunstflugprogramm habe ich gar nicht vor. Aber als Ankündigung kann ich euch jetzt schon verraten, als nächstes kommt das Thema Rolle. Damit habe ich mich auch schon enorm auseinandergesetzt. Ich habe schon einiges geübt, weil meine Looping-Geschichte sah, ja, es sind ein paar Patzer passiert. Es war nicht alles so schön, wie ich das gerne hätte. Und natürlich habe ich auch so ein gewisses Ego und ich möchte, dass meine Rollen, Geschichte ein bisschen besser wird. Ich verlange von mir keinen Perfektionismus. Wenn ihr das haben wollt, dann dürft ihr so lange trainieren, bis ihr perfekt Kunstflug könnt. Ich möchte euch nur so ein bisschen ranführen und sagen, hey Leute, eine extra 300, ich glaube, die hat sogar jeder im Programm, auch der, der gespart hat und so die preiswertere Version gekauft hat. Und wenn nicht, lohnt es sich, sie sich zuzulegen. Es macht wirklich Spaß. Und diesen Zell nicht, aber irgendwann kaufe ich mir zum Beispiel noch eine Sukhoi dazu. Die muss auch gut sein. Und versprochen, ich setze mich rein, habe ich ja gesagt. Dann machen wir mal Strom auf das System. Lichtmaschine können wir auch schon einschalten, ein bisschen Zündung. Oh, springt aber gut an. Mir fiel gerade ein, dass ich die Pumpe gar nicht angemacht habe. Aber naja, machen wir noch ein paar Lämpels an. Start- und Landelicht auch. So, ich sitze nicht ganz in der Mitte, habe ich das Gefühl. Natürlich bin ich wieder in Kirchheim mit euch. Es geht ja heute einfach nur darum, dass Kunstflugzeuge überhaupt irgendwie nicht ekelig zu fliegen sind. Und natürlich, die Landung braucht ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl, aber auch eine Landung ist nicht unmöglich und mit ein bisschen Übung gar nicht so schwierig. Am Anfang haben wir bestimmt auch nicht die 152 immer so heile und so sanft aufgesetzt, möchte ich mal behaupten. Und von daher, was man mit einer 152 kann, kann man auch mit Fingerspitzengefühl mit einer extra 330. Bremse los und erstmal ein bisschen anrollen. Sie möchte nach links, also halten wir rechts und Seitenruder dagegen. Das Schöne ist, ich bin ja vorher schon geflogen. Ich habe sie nur abgestellt und den Motor ausgemacht. Die ist schon getrimmt. Das seht ihr, wenn ich den Höhenruder das loslasse. Na, ein ganz kleines bisschen geht sie nach unten. Das Flugzeug hat keinerlei V-Form, also hier müssen wir uns wirklich ein bisschen satter in die Kurve legen, als ich sag mal mit einem Standardflugzeug, aber das ist, denke ich mal, fliegerisch kein so großes Problem. So, jetzt könnt ihr auch mal dieses Gerät hier sehen, ne? Das ist jetzt, wir sind sanft im Steigflug, aber daran kann man halt sehen, fliege ich geradeaus, fliege ich hoch, fliege ich runter, fliege ich 90 Grad in den Himmel oder. So, das Erste, was wir wissen müssen, wenn wir fliegen und landen mit der Extra 300, wenn wir Vollgas fliegen, sind wir flott unterwegs. Wir fliegen jetzt also locker
um die 300 Stundenkilometer. Und das ist recht schnell, oder? Also, wenn wir damit landen wollen, unbedingt Gas raus. Weil das Flugzeug fliegt auch langsam. Ich habe euch gesagt, trotzdem es ein Kunstflugprofil hat, ist die Maschine komplett überhaupt nicht giftig oder aggressiv. Wir haben halt nur, weil es ist ein Kunstflugzeug, direkte Ausschläge. Ihr habt ja gesehen, wie groß die Anlenkungen sind, Seitenruder, Höhenruder, Querruder. Und natürlich reagieren die auf das kleinste bisschen, was ich am Knüppel mache. Soll aber so sein. Das ist wirklich nicht aus Versehen passiert. Das ist mit Absicht so. Weil wir wollen ja ein Flugzeug haben, das auf die geringsten Steuereingaben auch sozusagen ein Ergebnis folgt. Das braucht ein Kunstflugpilot. Und es ist auch nicht schlimm, dass es so ist. So, ihr seht, wir sind immer noch bei 102 Knoten. Wir können also deutlich, deutlich langsamer fliegen. Wobei wir natürlich jetzt nicht mit 50 Stundenkilometer landen können. Das ist nicht drin. Und für alle, die es nicht wissen, da bin ich, wo wir jetzt drauf gucken, da bin ich real schon Segelfliegen gewesen, allerdings mit einem Modellflugzeug. Aber ich habe körperlich da am Berg gestanden und habe eine Fernsteuerung vor dem Bauch gehabt und ein Modellflugzeug gesteuert. So, jetzt fliegen wir auf Nabern zu. Das ist auch ein Flugplatz. Ihr seht, wir kommen jetzt in die Geschwindigkeit, dass man sagen kann, Flugzeug wird langsam. Da unten ist unser Flugplatz. Und heute tatsächlich mal für die Freunde, die Musik nicht so gerne haben, komplett ohne Musik, weil heute wollen wir den Motor hören, wir wollen die Drehzahlen hören und den Wind, der um unsere Propellernase weht. Und keine Angst, wenn das Flugzeug ein bisschen hopst, die Fahrwerke halten schon was aus. Die sind ja aus robustem Material gebaut. Und das Schöne ist, wenn ich meinen Flieger in den Hangar stelle, dann kommt irgendwann nachts so ein Monteur und macht alles wieder ganz, was ich vielleicht kaputt gemacht habe. Also immer wenn ich den Flugsimulator einschalte, ist alles wieder geputzt, neu, toll, schön. Kostet nicht mal extra, ich finde das echt Hammer. So, ihr seht, ich bin nah an der Abrissgeschwindigkeit und in Bodennähe, das sind wir natürlich noch nicht, weil von hier oben könnte jeder Plumps auch wehtun. Und ganz wichtig ist, wenn man so ein Flugzeug fliegt, man muss auch die Umgebung, wo man fliegt, kennen. Deshalb fliege ich euch zum Beispiel nirgendwo anders die Kiste vor, sondern tatsächlich hier, wo ich zu Hause bin. So, jetzt hopse ich mal. Seht ihr? Erster Hopser. Weiter Hopser und Gas, damit es uns nicht zerreißt. Und wir brauchen gar nicht die ganze Zeit Vollgas fliegen. Wir können jetzt schon wieder rausgehen mit dem Gas. Ihr seht, dass das Flugzeug gleich so ein bisschen bremst. Nebenbei gesagt, ich musste mich auch an dieses Flugzeug gewöhnen. Es ist nicht so,
dass man sich jetzt reinsetzt wie in ein tolles Ultraleitflugzeug und dann anfangs wunderschöne Flugplatzrunden fliegt, Platzrunden, wie auch immer. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Auch dieses, dass man feinfühlig eine Kurve steuert und so. Das ist Gewöhnungssache. Und Kunstflugzeug fliegen heißt auch trainieren, heißt üben. Ich habe einen Freund, dessen Kinder turnen zum Beispiel. Und es ist unglaublich, wie viel die Mädchen trainieren, um damit ihre Figuren auf dem Boden passen, damit es gut aussieht. Es ist Wahnsinn. Also die sind da so fleißig und so emsig und es sieht hinterher so toll aus. Sie haben mal zu einer Weihnachtsfeier zu Hause von den Eltern ein Programm eingestudiert und ich war so angetan und auch das muss geübt werden. Deshalb, Fliegen muss auch geübt werden und da ist es fast egal, welches Flugzeug. Wenn man natürlich jetzt, ich sag mal, so eine Kunstflug-Ikone hier am Steuer hat, dann muss man sich daran gewöhnen, dass sie ein bisschen empfindlicher auf die Ausschläge reagiert. Viel, viel knackiger und zackiger als jedes andere Flugzeug. Aber wie gesagt, das ist Gewöhnungssache. Das ist nachher gar nicht schwer. Und ich sag immer, was ich kann, das können andere Leute auch. Ich bin nichts super gut oder perfekt oder was weiß ich, was alles. Ich habe nur viel, viel Spaß daran. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr eine Sache macht, dann nicht um anderen zu imponieren, nicht um irgendwo Freunde zu bekommen oder sonst was, sondern das ist wie im realen Leben. Wenn ich an etwas Spaß habe, dann gelingt es mir. Wenn ich zu etwas keine Lust habe und es nur mache, um anderen zu gefallen oder. Beispielsweise, wenn man seinen Kindern das Klavierspielen einprügelt, so du musst irgendein Instrument können und das Kind hat keinen Bock darauf, dann wird es nie ein guter, passabler Klavierspieler oder egal was. Und das gilt auch für uns, wenn wir zu irgendwas keinen Bock haben, dann wird es nichts. Wenn wir aber Interesse haben, wenn wir es lernen wollen, dann funktioniert das. Das ist überhaupt nicht, gar keine Frage. Also ich habe nicht gesagt, dass ich ein schlechter Kunstflugpilot bin, weil ich zu dumm bin dafür, sondern ich habe einfach nicht die Zeit gehabt. Mir war es wichtiger, mit meiner Tochter mit dem Fahrrad zu fahren, als Kunstflugzug zu üben. Mir war es wichtiger, schön landen zu können. Deshalb habe ich unendlich viele Landungen mit Modellflugzeugen geübt, als eine tolle Rolle zu können und. Ich habe die Prioritäten damals einfach anders gesetzt. Und ihr hört immer, wie ich zwischendurch nochmal Gas gebe, damit ich eben nicht zu langsam werde. Und jetzt hier über den Platz in niedriger Höhe aushungern lassen, sagen wir dazu. Aber jetzt habt ihr das gemerkt, wie der so bupp, echt so einen Satz in die Luft gemacht hat? Also da merkt man einfach, Leistung ist doch was Tolles. Ne? Also die Landung war schon viel besser als die erste. Ne? Und ich mache das mit Absicht. Nicht, dass ihr denkt, ich übe jetzt mit euch landen. Am Ende ist es natürlich doch auch eine Übung für mich. Aber das habe ich lange vor euch oder vor diesem Video hier schon geübt. Und ich habe, bevor ich sozusagen das Video angefangen habe, habe ich tatsächlich diese Polterlandung geübt, weil wenn man das oft genug macht, das Landen, dann liegt es, wie soll man sagen, wer von euch kann gut singen? Und wenn man richtig gut singen kann, wie schwer ist es, falsch zu singen? Und so ist es eigentlich auch beim Fliegen, wenn man etwas geübt hat, dann macht man es so, wie es, also normalerweise macht man es ja dann so, wie es richtig sein sollte oder wie es sich am besten anfühlt bei der Landung. Und deshalb musste ich das jetzt vorhin üben, ein bisschen polterliche Landung zu machen. Wobei ich natürlich immer wieder das Talent habe, wenn ich eigentlich euch was zeigen möchte und es soll gut aussehen, dann geht es ganz oft auch in die Hose. Vorher habe ich das 50.000 Mal gemacht, war immer gut.
Ich zeige es einmal, das Aufnahmeprogramm läuft und was passiert? Man macht so eine Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Landung. Wir haben früher im Modellsport immer gesagt, das ist dann die so und so viel Tage Landung, also so oft wie der aufgesetzt hat, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, haben wir dann gesagt, eine 4 Tage Landung, eine 5 Tage Landung, nur eine 3 Tage Landung. Und natürlich ist perfekt, wenn das Flugzeug überhaupt nicht hopst. Und ja, wenn man sich mal so Oldtimer-Landungen anguckt, die meisten Unfälle bei Landungen passieren, wenn die Oldtimer ins Hopsen kommen. Gerade Doppeldecker zum Beispiel neigen auch dazu, weil die haben keine gedämpfte, sondern nur gefederte Fahrwerke. Und ihr wisst ja, was der Unterschied zwischen Dämpfung und Federung ist. Genau. Und der Gestalt ist natürlich, wenn es dann so federt und es wird immer schlimmer, glücklicherweise passiert den Piloten selten etwas bei diesen blöden Unfällen, aber ganz oft ist das Flugzeug sehr, sehr reparaturbedürftig. Und das ist natürlich eine Sache, schade und kann man letzten Endes auch verhindern. Im Sommer fliegen hier manchmal auch Segelflieger an dem Hang, also manntragende, wie man so schön sagt. Kann man eigentlich auch. Nee, so 45 Grad geht nicht mit dem Rundumschalter vom Joystick, habe ich gerade festgestellt. So, jetzt ist die dritte Landung und die möchte ich natürlich perfekt haben. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt kommt das Ultimative und ich verhaus doch bestimmt. Und jeder denkt so, ja, er hat gesagt, er kann es gar nicht mehr schlecht und jetzt, ich sehe es schon kommen. Was natürlich ein bisschen ekelhaft ist, dass hier vorne auch immer so Bäume stehen. Aber ich mag den Flugplatz, weil in die Richtung, in die wir jetzt fliegen, steigt der Flugplatz ein bisschen an. Und das ist im, ich sag mal, mindestens zu 90% auch die Anflugrichtung, die sozusagen vorherrscht. Es ist selten, dass man sozusagen aus Westen kommt. Meistens fliegt man aus Richtung Osten an. Und wie gesagt, natürlich ist es wichtig, wenn man sich auf die extra einspielen möchte, dass man einen Flugplatz hat, den man schon gut kennt, ein Gelände, auf dem man schon diverse Platzrunden geflogen hat. Und wenn das nicht ist, Leute, Platzrunde, Platzrunde, Platzrunde. Nicht bis die Finger bluten. So, einmal ganz kurz ein bisschen aufgetitscht, Höhenruder jetzt voll durchziehen und bremsen. Und wie gesagt, ich bin kein Zauberer oder Meisterflieger oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur Spaß dran und ihr seht, so geht die Landung. Natürlich braucht man ein bisschen Platz. Also auf diesen ganz, ganz kleinen Mini-Plätzen mit einer extra geht, aber dann muss man den Platz wirklich sehr, sehr gut kennen. Sucht euch einen Platz raus, auf dem ihr Platz habt, auf dem ihr Strecke habt.
zum Landen. Ja, wie immer, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Dankeschön. Und wie gesagt, in den nächsten Kunstflug Thema geht es um die Rolle. Und glaubt mir, es wird spannend. Es wird aufregend, es wird spannend. Und aus den beiden Dingen, die wir dann unternommen haben, also schon zusammen uns angeschaut haben, das wäre der Looping oder die vier Arten des Loopings und Rolle, daraus kann man schon ein Kunstflugprogramm basteln. Es ist noch nicht alles, aber daraus kann man schon ein bisschen Kunstflugprogramm basteln. Es sind da noch ein paar Kleinigkeiten mehr, die noch kommen. Es ist noch der Rückenflug, es ist der Messerflug, beispielsweise die auch Trudeln. Und dann später die Kombination. Also es wird noch ein paar Kunstflugfilmchen geben mit Animationen, mit, ich hoffe, dass ich Animationen hinkriege, ich übe nämlich auch fleißig, aber auf jeden Fall mit Bildchen, mit Erklärungen und hinterher optisch werde ich die Sachen auch fliegen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie sagt man so schön? Leute, ihr wisst, welche Dinge geklickt und ange nach sag schon gekriegt werden müssen, damit ihr mich glücklich macht. In dem Sinne, wir sehen uns wieder. Ade, euer Flieger Michel.